Allgemeine Verkehrskontrolle, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Außerdem ist Ihr rechter vorderer Scheinwerfer defekt. KF willkommen. KF braucht Verstärkung. Moin. Morgen. Was machst du hier? Ich dachte, du wärst frei. Ja, das dachte ich auch. Ich hatte heute Nacht Bereitschaft, war alles ruhig, bis die Kollegen vor einer Viertelstunde angerufen haben. Ich habe gehört, dass er zwei Kollegen erwischt. Ja, leider. Marco Vase und Verena Keller haben hier routinemäßig eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Der Schuss ging direkt ins Herz. Der Arzt meinte, dass sie sofort tot gewesen sein muss. Und was ist mit ihm? Kopfschuss. Der Arzt konnte ihn stabilisieren. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Sieht aber nicht gut aus. Da hinten liegt seine Dienstwaffe. Wahrscheinlich hat er noch versucht, sich zu verteidigen. Ja, das wollte er aber auch nur. Aus der Waffe wurde jedenfalls nicht geschossen. Wahrscheinlich haben sie einfach den Falschen rausgezogen. Vermutlich ein Krimineller, so wie es aussieht. Ja, aber wenn es ein Krimineller war oder der was Illegales an Bord hatte, warum hält der überhaupt an? Und jemand, der Angst um seinen Führerschein hat, der wird wohl kaum auf die Polizei schießen. Wenn er einfach weggefahren wäre, hätten wir eine Fahndung nach ihm rausgegeben. Das wusste der wahrscheinlich. Oder jemand hat es ganz gezielt auf die beiden Kollegen abgesehen. Das müssen wir jetzt rausfinden. Ist denn die Frau da eigentlich im Streifenwagen? Saskia Holzmann, vermutlich eine Zeugin. Hier sind die Dienstausweise von Marco und Verena. Danke dir. Sie hatte heute Geburtstag. Michi, ich melde mich bei dir, sobald ich was Neues habe, ja? Ciao. Am Geburtstag erschossen werden. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Öffnest du mal die Personalakten von den beiden Kollegen? Ich habe hier zu tun. Was suchst du denn? Kopfschmerztabletten. Irgendwo muss ich die doch haben, Mann, dieser blöde Umzug. Das ist ja seltsam. Was denn? Na hier, Marco Vasen hat bis vor einem Monat verdeckt ermittelt. Was hat er denn gemacht? Steht hier nicht, ist klassifiziert. Aber eins steht fest, muss ziemlich heftig gewesen sein. Danach da hat er darum gebeten, in den Streifendienst versetzt zu werden. Oh, das gehört mir. Dankeschön. Was haben wir denn hier noch? Oh, aua. Sag mal, warum sitzt du eigentlich nicht an deinem eigenen PC? Weil der noch hochfährt. Rizimizi. Oh, komm, kümmer du dich mal um Verena Keller. Ja, Rietz, guten Morgen. Ich möchte gerne meine EC-Karte sperren lassen. Ja, ich warte. Was denn? Jeder kann mal beklaut werden. Jetzt guck nicht so doof. Und sag Frau Holzmann, mein Name ist Naseband von der Kriminalpolizei. Sie haben die Polizei alarmiert? Ja, richtig. Haben Sie Alkohol getrunken? Ja, ein bisschen. Nehmen Sie mir jetzt meinen Führerschein weg. Erzählen Sie erst mal, was Sie gesehen haben. Also, als ich auf dem Weg nach Hause war, wollte ich eigentlich auf den Parkplatz fahren. Und dann sah ich die Polizei dort stehen, dann bin ich rechts in den Feldweg reingefahren. Und irgendwann bin ich halt eben eingeschlafen. Und ich bin eigentlich auch nur aufgewacht, weil ich einen lauten Knall gehört habe. Was genau haben Sie jetzt gesehen? Als ich rausschaute, lag die Frau schon auf dem Boden. Und dann stieg der Autofahrer aus und unterhielt sich noch kurz mit dem Polizisten. Und dann schoss er ihm einfach mitten ins Gesicht. Das heißt, der Mann hat zuerst mit dem Polizisten gesprochen, bevor er geschossen hat? Ja, richtig. Das sah auch ganz danach aus, als würden die zwei sich kennen. Aha. Können Sie den Mann beschreiben? Nein. Tut mir leid, es ging alles so schnell. Ich habe einfach nur noch die Polizei angerufen. Und das Auto? Das war ein silbernes Cabrio, BMW. Mein Ex-Freund hat auch mal so ein Auto gefahren. Okay. Die Kollegen werden jetzt ihre Aussage noch zum Protokoll nehmen, ja?
kümmerst du dich darum und rufst Frau Holzmann anschließend ein Taxi. Danke. Gerrit durchleuchtet gerade das Umfeld der beiden. Also Verena Keller ist bei ihren Eltern gemeldet. Und Marco Wasens einziger Angehöriger ist sein Vater. Okay. Dann fahren wir zuerst zu ihren Eltern und dann zu Marcos Vater. Hast du die Adressen? Ja. Ihre Eltern sind in der Goslarstraße 20 gemeldet. Marcos Vater sitzt in der JVA. Sitzt? Ja. Deswegen? Der hat vor 8 Jahren seine Frau umgebracht. Marcos Mutter. Nehmen wir doch mal an, wir haben es nicht mit einem durchgeknallten Psycho zu tun, der gerne auf Polizisten schießt. Und auch kein bescheuerter Autofahrer, der irgendwas Illegales dabei hatte, ja? Okay. Der Täter sitzt im Wagen und schießt auf Verena Keller. Steigt dann aus, redet mit Marco Wasen und schießt auch auf den. Das macht doch keinen Sinn, oder? Vielleicht kannten sich die beiden tatsächlich. Ja, gut, aber wenn die sich kannten, ja? Und Marco Wasen sieht, er hat eine Kanone in der Hand. Warum schießt er nicht selber oder warum zwingt er nicht zumindest seine Waffe auf den Boden zu legen? Stand da unter Schock oder irgend sowas? Frau Keller? Ja? Wir sind von der Kriminalpolizei. Mein Name ist Naseband. Das ist mein Kollege Ritter. Ist mit der Verena was passiert? Können wir kurz reinkommen? Ja, ja. Harald, die Herren sind von der Kripo. Vielleicht setzen wir uns besser. Frau Keller, Herr Keller, wir haben leider keine guten Nachrichten für Sie. Ihre Tochter Verena ist in Ausübung ihres Dienstes heute erschossen worden. Verena hat heute Geburtstag. Sind Sie sicher? Ich meine, dass da kein Irrtum vorliegt. Nein, nein, Irrtum ist ausgeschlossen. Ich war immer dagegen, dass Verena Polizistin wird. Scheißjob ist das! Beruhigen Sie sich bitte. Wer? Wer war das? Wer hat Sie erschossen? Das wissen wir noch nicht, aber wir werden natürlich alles tun, um das herauszufinden. Ist Ihnen vielleicht an Ihrer Tochter in der letzten Zeit irgendwas aufgefallen? Hat sie sich vielleicht verändert? Ja, sie war glücklich. Sie war so glücklich. Endlich wieder. Vor 4 Wochen hat sie sich von ihrem Freund getrennt und ist wieder zu uns gezogen. Und wie heißt er? Peter Behrens. Das mit der Trennung war wohl schwierig. Sie kam mit ihrem Kollegen Marco zusammen. Marco? Marco Wasen? Ja, so ein netter Kerl. Nicht so wie dieser Peter. Tut mir leid, dass Sie vorhin so heftig geworden bin. Ja, das passt schon. Bei uns im Hause gibt es einen psychologischen Dienst. Also wenn Sie möchten, kümmern sich die Leute um Sie. Nein, nein, das brauchen wir nicht. Also Todeszeitpunkt war zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr. Das deckt sich mit der Aussage der Zeugin. Todesursache, ein Schuss ins Herz. Der Treffer war so präzise gesetzt, hier, dass ich meinen würde, bei dem Täter handelt es sich um einen geübten Schützen. Was ist mit dem zweiten Opfer, Marco Wasen? Mit dem Kollegen im Krankenhaus habe ich telefoniert. Da sieht es nicht so gut aus. Sein Zustand ist sehr kritisch. Die haben ihn 2 Stunden operiert und jetzt erstmal in ein künstliches Koma versetzt. Haben die irgendwie angedeutet, wann wir vielleicht mit ihm reden können? Die Frage ist nicht wann, sondern ob überhaupt. Die Chancen stehen 50-50. Das Projektil, was ihm aus dem Kopf heraus operiert wurde, stammt übrigens aus derselben Waffe, mit der auch hier Verena Keller erschossen wurde. Oh, Leute, ich muss los. Die Kantine macht zu. Ich muss mir noch was zu essen besorgen. Braucht ihr mich noch? Nee, nee. Wir wollen ja nicht, dass du verhungerst. Das ist sehr nett von euch. Also, ja. Wir sehen uns. Hast du eigentlich die Adresse von ihrem Ex-Freund rausbekommen? Ja. Peter Behrens, 34 Jahre alt. Der fährt übrigens ein silbernes BMW Cabriolet. Das könnte natürlich der Wagen sein, den die Zeugin gesehen hat. Der arbeitet als Türsteher im Laboon Club. Also das ist so ein schäbiger Club in der Innenstadt. Da soll es ein bisschen ruppiger zugehen. Das macht gar nichts. Mir ist gerade noch ein bisschen ruppig.
Hast du auch rausbekommen, woran Marco Vasen verdeckt gearbeitet hat? Nee, das Problem ist, dass unsere Computer abgestürzt sind. Und unsere IT-Leute wissen auch nicht, woran es liegt. Dieser blöde Umzug, echt. Ich habe auch schon versucht, den Chef vom Vasen zu erreichen, aber ich habe den nicht an die Strippe gekriegt. Dann läuft der super. Warte mal kurz. Ja, Nina? Ja, und? Ah, okay. Na, okay, Mist. Dank dir. Ciao. Was bist denn so busy heute? Ich war gestern mit meinen Mädels unterwegs. Man hat mir die Handtasche geklaut. So ärgerlich. Ja. Naja, jetzt gibt's erstmal Wichtigeres. Die Kollegen wollten sich in Vasens Wohnung umsehen. Der ist gemeldet bei der Adresse, aber anscheinend wohnt er da gar nicht. Naja, vielleicht ist es ja Teil seiner verdeckten Ermittlungen. Pass auf, du versuchst einfach weiterhin seinen Chef zu erreichen und versuchst, dass der zu uns ins Büro kommt. Und ich kümmere mich mit Robert um Verena Kellers Ex-Freund. Mhm, okay. Herr Tag, Ritter von der Kriminalpolizei, mein Kollege der Naseband. Wir würden uns ganz gerne mal mit Ihnen unterhalten. Es gibt Leute, die arbeiten müssen vielleicht? Können Sie ja gerne mit ins Präsidium nehmen, wenn Ihnen das lieber ist. Dauert nur ein bisschen länger. Wegen was macht die hier eigentlich so einen Aufriss? Ihre Ex-Freundin Verena Keller wurde heute erschossen. Verena? Verena ist tot? Wo waren Sie heute Morgen zwischen 7 und 9 Uhr? Im Bett. Ich meine, ich bin um kurz nach 9 aufgestanden und seit 10 mache ich hier klar Schiff. Wie lange waren Sie eigentlich mit ihr zusammen? Lange. 2, 3 Jahre. Dann werden Sie ja bestimmt ziemlich sauer sein, dass Verena Sie abgeschossen hat, oder? Dann auch noch für den Polizisten. Muss ich mich mit dem unterhalten? Ich fürchte, ja. Herr Behrens, Sie haben ein Motiv und Ihr Alibi ist auch ziemlich schwach. Gibst du auch mal Ruhe? Ja, den Typen, den hätte ich vielleicht kalt gemacht, aber doch nicht mein Baby. Tja, sehen Sie, da haben wir ein Problem. Auf Marco Vasen wurde nämlich ebenfalls geschossen. Stopp. Nee, ich habe hier keinen erschossen oder umgebracht. Wo ist denn eigentlich Ihr Wagen? Sie fahren doch ein silbernes BMW Cabrio, oder? Ja, ja. Der wurde mir heute Nacht geklaut. Ich musste mit dem Bus zur Arbeit. Tja, was für ein Zufall. Und warum haben Sie den Wagen heute Morgen nicht gleich als gestohlen gemeldet? Ja, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Sorry. Gut. Alex, was geht's? Hätte ich ganz gerne mal Ihre Post. Ja, wir reden gerade mit ihm. Können wir machen. Ja. Anschrift. Wir machen uns gleich auf den Weg, ja? Bis dann. Okay, ciao. Ja? Nummer? Komm, Robert. Wir müssen los. Und Sie halten sich bitte zu unserer Verfügung, ja? Wiedersehen. Was ist denn los? Wir sollten den Typen mal richtig grillen, Michael. Das können wir immer noch machen. Jetzt müssen wir erstmal in die JVA zu Marcos Vater. Alex hat uns einen Termin gemacht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass dieser Marco das eigentliche Ziel war. Schönen guten Tag, Herr Vasen. Mein Name ist Naseband. Das ist mein Kollege Ritter. Wir sind von der Kriminalpolizei. Was war denn der Scheiß? Als du Polizei gesagt hast, habe ich gedacht, Marco würde mich besuchen. Bring mich zurück zur Zelle. Ich rede nicht mit Bullen. Kapiert? Nehmen Sie Platz. Ich rede. Sie hören zu. Kapiert? Wir haben keine guten Nachrichten für Sie. Auf Ihren Sohn wurde heute bei einer Verkehrskontrolle geschossen. Und wie geht's ihm? Naja, also, die Ärzte haben ihn in ein künstliches Koma versetzt. Es sieht momentan nicht gut aus. Wissen Sie, ob Ihr Sohn irgendwelche Probleme hatte? Nein, nicht, dass ich wüsste. Eine neue Freundin hat er. Vera oder Verena, wie die heißt. Aber wir haben nicht viel Kontakt miteinander gehabt. Ich wollte keinen Kontakt. Ein Bulle, denn. Entschuldigung. Ein Polizist, der einen Knacki als Vater hat, das ist nicht besonders gut für die Karriere. Nee, das muss auch nicht unbedingt ein Hindernis sein. Wann haben Sie Ihren Sohn zuletzt gesehen? Vor 2 Wochen ungefähr. Sah gut aus, der Junge. Er war total aufgeregt. Hat gesagt, dass er mich hier bald rausholt aus dem Bau. Marco war der Einzige, der an mich geglaubt hat und meine Unschuld geglaubt hat. Und? Sind Sie unschuldig? Ja. Haben Sie schon mal jemanden im Knast getroffen, der zugegeben hat, dass er schuldig ist? Können Sie uns sagen, wo Ihr Sohn momentan wohnt? Bei uns. Also bei mir, in meiner alten Wohnung, Berliner Straße, 147. Der Hausmeister, der hatte meinen Schlüssel gehabt. Um
Marco wollte die Wohnung nie aufgeben, falls ich hier mal wieder rauskomme.